Grüß Henk, ich bin der Brenn Hubert aus Lengenfeld in Etztal und ich möchte ihn heute ein bisschen in so einem Dialekt vorstellen. Er ist schon etwas Besonderes in so einem Dialekt. Und 10 Jahre ist jetzt her, seit er am 29. November 2010 in Hofelhaus in Talfes als immaterielles Waldkulturerbe anerkannt worden ist. Er klingt jetzt schon ein wenig anders, wenn man schon bei Dole aus dem Fecht oder nur mehr zu Sprucke den Nieden oder danach nur mehr in Unterlande. Seine Besonderheit hat er wohl als älteste bayerische Binnenmundacht und als noch letzte lebende Quelle von Mittelhochdeutschen. 297 regionale und lokale Dialekte haben die Sprachforscher in Tirol festgestellt. Und einer von den interessantesten und von den besonderen ist der unsere Dretztaler Dialekt. Seit meiner Jugend befasse ich mich, wie andere natürlich auch, mit unserem Dialekt. Und seitdem schreibe ich auch halt wieder Gedichtlen und Geschichtlen und Stickeln und sonst noch allerhand X. Und ein Land klingt halt allem doppelt. Einmal in seiner Musik und dort hören wir heute Marlon Brandl und Tirol und Jung und Frisch von Lengenfeld. Und einmal durch seine Sprache, eben in seinem Dialekt. Und da möchte ich Ihnen jetzt ein paar Kostproben geben. Von wo ich herkomme? Jetzt losen da auch und einmal ganz genau hin. Und das wissen oft gleich, von wo ich bin. Weil unser Dialekt verratet mich gleich. Da sind nämlich ein paar Besonderigkeiten dabei. Er ist uralt. Bereits über 1000 Jahre hat sie lange gut gehebet, aber jetzt lässt er halt wie ich auch an. Es kommt sogar auf ihr, dass man drüber lacht. In so O wie in Coca-Cola oder Aquadom und Ho hat man wohl toll voll berühmt gemacht. Kann wohl sein, dass ihn so dir etwa nicht gut versteht, wenn man bei uns Ohren, Innen, Augen, Ihen, Urchen, Jäger und Herwachts gehört. Die eine Seite heißt bei uns die andere und Leid ähnert det. Es geht nur genug alte Wörter, wie Wultern, Brenter, Schnaufer oder Weihwolder, die man allem nur sieht. Mir gern ins Haus und ins Dorf, aber hein in Hause und in Dorfe. Etwas ist saure oder süße. Wir haben noch das alte E hinten noch. Und wir haben auch noch unsere Grüße. Wir sagen Grüß dich statt Hi oder Hallo. Und einfach Pfiati statt Ciao und Tschüss. Dabei lassen wir so bleiben. Und wir lassen ihn so von niemandem verbieten und darstellen oder gar austreiben. Und Decht ist bei uns nicht gerade eine einfache Sache, weil es hat eigentlich auch jetzt Dörfle seine eigene Sprache. Aber wenn man den Klang und die Melodie vernimmt, oft da weiß man gleich, von woher der oder diejenige kommt. Heutzutage reden viele Junge ganz anders als die Alten. Aber wir wollen auch unter allen Umständen unseren Dialekt behalten. Und wie gesagt, sogar Waldkulturerbe ist da auch. Und jetzt sagen wir oft, ich komme von wo? Ich mag zwei Antlitz, ich mag zwei Schericht, ich mag mehr seltener Sötze. Kann sein, es war einmal, vielleicht ein andermal, ich gleich, es kommt ja eh wie es kommt. Aber sei es wie es sei, so ist es Leben. Willst du etwas haben, musst du etwas geben. Kannst es dran, kannst es wenden, kannst fluchen und beten. Aber heute wird gestern und morgen ist alles vorbei. Badab, 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 oh, oh, oh. Badab, 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 badab. Gesundheit, ein langes Leben.
aus und ich bin dahin. Geh komm und schenk mir noch mal. Na na, so ist es nicht. Ach ja, es kommt, es kommt. Ich mach es, kann da so sein. Und wenn wir noch mal sein, sind wir die Orts in der Dusche. Aber ich weiß ganz genau, dass ohne uns genauso weitergeht. Ja, so geht's. Sei es wie es sei, so ist es Leben. Willst du etwas haben, musst du etwas geben. Kannst es tragen, kannst es wenden, kannst furchen und beten. Aber heute wird gestern und man ist stolz vorbei. Sei's wie es sei, so ist es Leben. Willst du etwas haben, musst du etwas geben. Kannst es tragen, kannst es wenden, kannst furchen und beten. Aber heute wird gestern und morgen ist alles vorbei. Parap, 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 oh, oh, oh. Parap, 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 parap. Mein Dialekt. Es ist schon eine wege Sache und es ist und bleibt meine Muttersprache. Ja, ich denk, träum, bet, maul und red damit. Gleich, ob's eine vornehme Sprache ist oder nicht. Gleich auch. Ich kann damit alles sagen, was ich spür, mir durch den Kopf geht, alles fragen. Der Klang ist ein Tier auch, aber herzhaft und echt. Klinget echt wie Musik. Und genau so ist recht. Wir sind's ja so gewähnt, leben mit der alle Tage. Gar anders zu reden, kommt für uns nicht in Frage. Genau die Sprache ist uns von Herrgott ins Maul gelegt, dass jeder und jede von uns, was sie und er meinen, auch sieht. Es ist gleich, wenn's für ein paar nicht vornehm klinget. Wichtiger ist, was man damit zu Wege bringet. Mir ist es nahend jetzt, breit's mein ganzes Leben lang. Und für mich ist und bleibt's der vertrauteste Klang. Früher, wie ich noch in die Schule gegangen bin, hat's geheißen, Scherne reden. Und das ist freilich nicht im Dialekt gewesen. Und fraget heute die in Schule, wie es denn geht in Deutsch mit dem Dialekt. Aber sonst hat sich's all, Gott sei Dank, schon ein Weg geändert. Aber dafür ist jetzt auf einmal alles auf Englisch. Im Radio, im Fernseher, in der Politik. Denglisch. Es ist schon so eine Sache mit unserer eigenen Muttersprache. Allmehr seien englische Wörter zu hören. Geht's auch so weiter, wer draus bald einmal Denglisch werden. Schauen wir gut aus, haben wir einen Look. Wir chatten im Internet, in Facebook. Ist auf einer Nacht etwas los, geht's an Event. Was gut ausgeht, hat ein Happy End. Reden wir miteinander, tun wir talken. Wer spazieren geht, seht jetzt dazu wachen. Lobt man sich's gut gern, tut man chillen, ein Fleisch abbraten, heißt man grillen. Geben wir eine Stimme an, tun wir voten. Sie für Reppern oder Reppers hinsetzen, heißt promoten. Sie mit Reppern treffen, ist a Date. Und wer zu spät kommt, ist late. Getanzt wird auf a Party und in einem Ballroom.
was viel tieren und mögen, wird ein Boom, ein Hobby ist, was man gern tut. Wer Marketing macht, vermarktet sie gut. Heutzutage will man schier in jeden Garten einen Pool. Wer etwas machen will, braucht ein Tool. Wellnessen, macht auf seine Gesundheit schauen. Relaxen ist entspannen, soll tut mir rot augen. Bei einem Casting stellt man sie vier. Wer ein Feeling hat, zeige der Gespür. Bei einem Clearing macht man Sachen klar. Seht's hin? In der Sprache ist echt in Gefahr. Wer schreibt heute noch einen Brief? Man schickt eine Mail, Mannerleute sein Mail, Weiberleute Female. Wo Sex ist, weiß man. Oder ein Song. Lifelong Learning ist Lernen, das ganze Leben lang. Wie es wird, wenn's auch so rasant weitergeht, kann's sein, dass man unsere Werte gar nicht nimmer versteht. Wer auch so redet, leid gut in Trend. Vielleicht wird uns in so eigene Sprache gar einmal fremd. Wo bin ich daheim? Und wo gehe ich hin? Auf Dreck und auf der Suche verwunschen wir der Sinn. Allein manchmal im Leben unendlich gefühlt. Verliebt und echt erstritten, auf der Rückwärts gehen. Keiner kann's da sagen, weil sie selber nicht verstehen. Und ich manchmal das Leben unendlich gefühlt. Es tut so leid, sag mal, bin ich jetzt daheim? Ich glaube, ruhig daheim. Ich glaube, ruhig. Du bist mein Klang, mein Melodie. Da bin ich wer, ob Karin. Bist mein daheim. Der Blick schweift in die Ferne, so dunkel wie das Licht. Der Rest ist in Gedanken, wo sich die Nacht vom Tag verkriecht. Und ich manchmal im Blick unendlich fühl. Es tut so gut, es tut so leid. Sag mal, bin ich jetzt daheim? Ich glaube, du bist daheim. Ich glaube, du bist. Du bist mein Klang, mein Melodie. Da bin ich wer, ob Karin. Bist mein daheim. Du bist mein Klang, meine Melodie, da bin ich wer, ob Kerry, bist mein daheim. Ja, Sprache ist Heimat, heißt es.
Und auch wenn es heutzutage oft nur modern ist, sich mit der Heimat auseinanderzusetzen, ich habe mir schon ein paar Gedanken darüber gemacht. Heimat. Heimat ist nicht allein eine Ort. Heimat ist mehr, was eine Ort. Heimat ist dort, wo man verstanden wird, wo man spürt, dass man her und dazugehört. Heimat kann da sein, wie überall. Heimat geht's eigentlich allein einmal. Heimat ist dort, wo man sich niederlässt, wo es einem gut geht und wo man Freunde hat. Hier und da fragt mich jemand, was bringt dich eigentlich dazu, so ein Gedicht zu schreiben? Und das ist eigentlich ganz klar zu sagen. Ein Werk nachdenken, gut aufpassen, was um einen umher auch, alles Geschichte, nicht blind durchs Leben gehen, auch sagen, was ist und wie es ist. Leben in unserer Zeit. Der Vater aus dem Hause, die Mutter aus dem Hause, und wohin mit dem Kind? Oh, aus dem Hause, was bleibt sich übrig? Wir brauchen das Geld, sagt die Mutter. Und das Kind braucht die Mutter. Aber das Kind kann es halt noch nicht sagen. Es gibt Gedichte, die sie reimen und zählen, die es nicht tun. Ich reime ganz gern, aber ich schreibe auch nicht ungern ungereimt. Es geht sowieso genug im Leben. Auch wie man oft mit Kindern umgeht. Wenn du brav bist. Wenn du brav bist, sagen sie, mögen wir dich. Wenn du brav bist, haben sie gesehen, bekimmst du eine Nase. Wenn du brav bist, haben sie gesehen, sagen sie, siehst. Wenn du brav bist, sag ich zu meinen Kindern, nein, ich mag dich, auch wenn du nicht brav bist. Sie werden schon einmal blieben. Lasset dich einmal die Kinder sein, wie sie sein. Lasset sie dienen, wie sie dienen und wo sie dienen. Lasset sie dich Fehler machen und lernen. Und lasset sie dienen oder auch nicht. Zwinget sie nicht. Machet sie nicht so etwas, von dem das meinet, sie müssen es werden. Lasset sie wachsen und groß werden. Sie werden oft schon blieben. Auf ihr Acht. Vielleicht schöner als mir. Und einmal werden sie sagen. Und einmal werden sie sagen, unsere Kinder und Kindeskinder, nicht gelorpet, nicht übrig gelott, alles Auge brauchet, alles fechtig und gar gemacht, alles gleich gewesen, alles nicht Herrn und Insehen gewählt, alles schraftig gemacht. Ja, werden sie einmal sagen. Ich weiß, die Leute mögen lieber lachen, was nachdenken. Und auch die ist freilich etwas hetzig und soll so sein. Es soll eigentlich für Bärz Platz sein im Leben. Belehren und unterhalten soll dichtiger, heißt es ja. Nicht allem fein ist beim Doktor, aber man kann dort durchaus auch ein wenig schmäzeln. Beim Doktor. Ich hock beim Doktor, endlich bin ich dran. Er kommt und fragt, was mir fehlt, was ich habe. Ich überlege ein wenig und sage oft, ja, aber wegen Salben war ich eigentlich da. Wie gesagt, hetzig und eben obsinnlich. Bei uns rinnet die Ohre durchs Tal, a die Rebig, a die Wilde und Horch. Ruhe hat sie keine mehr. Da rinnet sie. Da rinnet sie, die Ohre, wenn man sie rinnen lässt. Ständig wie seit alter Zeit. Lei a wenig sperre und seicht und das mal besonders. Ein unergiebiges, harmloses Wasserle, dem man's nicht ansah, wie wilde und gefährlich es wären kann. Und a die auch dreckig.
Und halt noch, und wahrscheinlich noch länger, rinnen die Jahre beim Tolle außen um 4 Uhr und nicht innen herwacht's. Leih die Ohrenmacher scheinen von denen alles zusammen nicht viel zu wissen oder zu halten. Was muss noch alles geschehen, bis sie vielleicht endlich insehen, dass es gleich nimmer weitergehen kann. Höchste Zeit ist für einen Wandel. Fange gleich an. Die Zeichen geben deutlich zu verstehen. Wie es gewesen ist, darf es nimmer weitergehen. Sehet's wohl, wie alles in Augen gleit. Und dass es Galing einfach viel nimmer geht. In Eisbären schmilzt's Eis unter den Füßen weg, is Meer, der stickt völlig vor lauter Plastik und Dreck, viel Wesen packen's nummer zu überleben. Und wie lange wird's etwa nur Leute geben? Aber sie tun, was gab's das alles nicht. Es geht allemlei ums Gleiche, Gewinn und Profit, was sein Leben naht und gut tut, bleibt oft außer Acht. Die Welt stirbt stille. Weit haben wir's gebracht.
Was werden wir etwa noch alles erleben müssen? Für die Sünden vor ein paar uninsichtigen Zahlen und Bissen. Die Welt ist der Krankheit und oft fehlt's wirklich weit. Wochen endlich auch und dir tut etwas. Es ist allerhöchste Zeit. Alles fließt, hat der Philosoph Heraklit vor langer Zeit schon gesagt. Ja, alles ist in Bewegung, verändert sie, wird anders. Viel ist anders geworden, die letzten 100 Jahre. Und digital. Gehen ist so viel anders geworden, viel hat seine oft lange Gültigkeit verloren. Wie man es kennt, gewähnt ist, nur normal, heutzutage geht alles mehr digital. Formulare füllt jetzt niemand mehr aus. Ein vorkochter Kuchen bringt mich alle mal draus, was habe ich früher nicht alles mit der Schreibmaschine geschrieben. Auf der Windschat immer, es war auch so geblieben. Aber alles in allem, sie haben schon recht, die da singen. Was für eine schöne Welt, was für ein schönes Leben. Wir müssen halt alles unsere dazu beitragen. So gut es geht und möglich ist, zufrieden sein, einmal etwas gerade sein lassen und übersehen, sie freuen über das, was man hat, auf andere zugehen und sie mögen, was ich mag. Ich mag's, wenn wir beieinander sein, zusammenhocken, gemütlich und fein, wenn wir ins Gelten lassen und vertragen, für eine gute Sache anstrengen und plagen. Ich mag's, wenn Kinder herzhaft lachen, übermütig Buchzigageln machen, wenn vor auf einer Nacht ein Lieder klinget, in Garten die Fahren, ein Fegele singet. Ich mag's, wenn Leute aufeinander zugehen, für das, was sie tun, will gerade stehen, friedlich miteinander leben und ohne Gewalt und alles passet, ob jung oder alt. Ich mag's, wenn's etwas Gutes zu essen geht, man sich freuen kann über eine Kleinigkeit, wenn man etwas stärkt, nicht gleich schreit und mault oder beim Klarschen zwicken und drucken schon jault. Ich mag's mei, da fiel mir ein Haufen hin, möcht eine Erbschaft oder ein Lottogewinn. In Elend und Unglück werden alle Wünsche klein und wer krank ist, hat auf der Leime einen. Ich mag's, oh mei, es gab so viel. Ich freu mich toll, da gelang ich wieder einmal ein Ziel. Mag sein, was will. Ich mag's, mich zu freuen. Und ganz besonders mag ich zu sein und zu leben. Und der Formel ist langes Wort. Nach einer langen Zeit neu geboren. So viel Freit, so viel Leid. Und jetzt geht zur Schöpfung neu los. Und viel zu lange zurückgeschaut. Zu selten leid ein Atem spürt, viel zu oft gedenkt, im Monat gehört mit dir. Du bist, was ich tue, was ich denk, was ich sag, ich lieb dich. Gleich wie das klingt im Ohr, es ist schon voll. So, ich lieb dich. Wie die Zeit vergeht, geh mal mit. Und der Sonnenstrahl, der tanzt in unserem Gesicht. Ich
bin bei dir und an dein Honig leckt. Bin in allein und an mein Heuchmut Gott versteckt. Schaut, wie die Zeit unsere Freiheit verfiert. Ich lieb dich. Was ich tue, was ich denk, was ich sag, ich lieb dich. Gleich wie das klingt im Ohr, es ist sofort so, ich lieb dich. Wolle Bock nicht sicher sein, wege der Scheine von alle Putzzeit. Das Gestern ist eine andere Zeit. Die Nacht und der Tag beginnt. Ich freu mich wie ein kleines Kind aufs Käsewärm. Und wie die Luft und das Wasser fließen gleich, was ein Arm kommt. Und sagen mir so Arm klingt. Du bist, was ich tu, was ich denk, was ich sag. Ich lieb dich. Du bist, was ich tu, was ich denk, was ich sag. Ich lieb dich. Gleich wie das klingt im Ohr, es ist einfach so. Ich lieb dich. Ich, was ich tue, was ich denk, was ich sag. Ich lieb Und jetzt zum Abschluss, da aus dem Gedächtnisspeicher von Etzdoller Heimatmuseum zu Lengenfeld nur ein paar Gedanken zum Advent und auf Weihnachten hin. Weihnachten kommt. Bettler und Obdachlose, ignoriert und außengesperrt. Geister etwas. Anklöpfeln und Herberg suchen, sammeln für einen guten Zweck. Tust du auch? Weihnachten kommt. Frieden auf der Welt. Bruder und Schwester in Ort. Licht ins Dunkel. Licht für die Welt. Menschen für Menschen. Hoffnige für einen Haufen. Liebe für alle. Wenn's Weihnachten wird, es macht mich froh und unbeschwert, alle Jahr wieder, wenn's Weihnachten wird, wenn's Christkind unter Bäumen in der Krippen leid und der Wald Hoffnige und Frieden geht. Viel, was et ungut ist und verkehrt, geht in Ordnige, wenn's Weihnachten wird, wenn an der Weihnachtsstern voranzucht und viert, und man in Herzdienert Ruhe und Frieden gespürt. Es wären alle offenen Fragen geklärt, jetzt und allem wieder, wenn's Weihnachten wärt. Viel Licht strahlt in die Seelen und Walddunkelheit. Ich wünsche euch allen eine gnadenreiche Weihnachtszeit.